Und jetzt geht's wieder weiter mit Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Wir haben das Notenblatt gefunden, wir haben das Telefon gehabt. Aber haben wir hier hinten noch irgendwas rumliegen? Nee. Da war's was. War. So, und jetzt gehen wir zum Essen, zu der Kantine. Oh, Kantine heißt es. Du hast gesagt, es wäre eine Puppe da oben. Also wäre ein perfekter Ort für eine Puppe. Roter Stein. Wie gesagt, also hier wäre der perfekte Ort für einen Bossfight. Da ist das Klavier. Blauer Geiststein. Nee, warte, ich gehe mal so rum. Also, können wir hier noch lang gehen und vielleicht liegen hier noch irgendwie Sachen rum. Unser Leben. Unser Leben. Items. Folge den Noten und spiel auf dem Klavier. Drücke den Button, der auf den Klaviertasten entspricht. Stimme dann dein Timing. Ist die vulkanische Darbietung erfolgreich? Diesem Notenblatt muss etwa so entklingen. Thank you.
Okay. Wie geht denn das? Okay. Ich weiß, wie verstehst. Ich kenne dieses Lied. Ich habe es schon irgendwo gehört. Immer, bin immer mit diesem Aufzug gefahren. Und dann suche ich den Fahrstuhl. Weiß, glaube ich, nicht mehr so wirklich, wo der Fahrstuhl ist, glaube ich, hier durch. Liegt was. Wir müssen immer noch untersuchen, oder? Und zurück in den Fahrstuhl. Aber wieso ist der Geist hier lang gelaufen? Warte, nee, Karte. Geschlossen.
Aber ein Rollstuhl. Trägheitsobjektiv. Ne, so rum. Träger. Beispiel von der Kamera, okay. Irgendwo hier liegt was. Blauer Stein. Jetzt ist das weg. Hinten liegt auch noch was. Da war es eben gerade. Ja, wir müssen gleich kämpfen. Nein. Wo ist sie?
Nein, oh. Neben dem Pool liegt etwas auf dem Fußboden. Okay, das war ein Bossfight. Kupferschlüssel. Ein alter verrosteter Schlüssel, in dem Verteilerraum eingraviert ist. Nochmal. Okay. Mal keinen Schaden. Vielleicht können wir fliehen. Was passiert, wenn wir wieder zurückgehen? Wie kommen wir da hin? Okay, hier kommen wir nicht durch. Okay. Im Wasser des Pools spiegelt sich das Mondlicht wieder. Die Oberfläche schimmert dunkel, im Blick auf die Tiefe verborgen.
Die Tür ist verrostet und lässt sich nie öffnen. Es scheint eine Umkleidekabine für das Pool zu sein. Okay, abgeschlossen. Haben wir eigentlich immer noch die Mission untersuchen den Fahrstuhl? Ja, hab ich gesagt oder hab das Spiel gesagt? Da kann man auch nicht lang. Und dann gehen wir hier lang. Die Tür können wir immer noch nicht öffnen, oder? Nee. Kellerkasten. Aber zuerst, oder? Brief der Frau in Schwarz. Liegt etwas auf dem Fußboden. Was ist in letzter Zeit mit mir los? Du bist in gar keine gute Verfassung. Genau wie damals, als ich dir das erste Mal sagte, was ich für dich empfand, hast du mich deutlich zurückgewiesen. Obwohl du immer gelächelt hast, nachdem du ich geworden warst. Ich will dich wieder so lächeln sehen. Wo sollen wir denn heute spazieren gehen? Wir suchen den Fahrstuhl. Okay. Aber ich will mal noch dahin gehen. Weil da haben wir einen Schlüssel gekriegt. Wir sollten echt mal den Fahrstuhl machen. Ich glaube, wir schreiten hier die Story übelst weit voran. Es scheint nicht mit Strom versorgt zu sein. Aufzugsanleitung. Hier befindet sich Hinweise, wie man im Störfall vorgehen soll. Der Aufzug fügt zu den Stockwerken 1 bis 9 des Neubaus. Jedoch ist ein Schlüssel notwendig, um zum vierten Stock zu gelangen. Bitte lassen Sie
sich den Schlüssel geben, wenn sie im vierten Stock etwas zu erledigen haben. Der Aufzug wird von unterirdischen Elektrizitätsverteilerraum aus mit Strom versorgt und kann dort an- und ausgeschaltet werden. Die Nummer der aktuellen Stromversorgung liegt lautet. Ich brauche ein neues Zettel. Strom 32, 23. Im Fall eines Stromausfalls beheben Sie das Problem bitte im Verteilerraum. Willkommen in der Anstalt. Das ist eine. Okay. Die Reguso-Anstalt ist ein Sanatorium, das als Anbau zu Klinik errichtet wurde. Im ersten Stock befinden sich allerdings auch Einrichtungen für Besucher von außerhalb der Insel. Die Namen der Räumlichkeiten basieren alle auf Monden. 101 Harmonischer Mond, Eingangshalle. 102 Herrlicher Mond, Kantine. Das Aso-Museum wurde in Erinnerung an den Aufenthalt von Professor Aso auf der Insel. In jedem Zimmer erreicht, dass er bei seinem Besuch bewohnt. Viele wertvolle Materialien sind dort ausgestellt. Beim Eintreten, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen an der Rezeption. Auch der Innenhof, Mondblumengarten und der Pool Blasser Mond können von Juli bis Oktober von jenen genutzt werden. An das Personal: Warnung betreffende unterirdischer Stockwerke. Eintritt zu allen Räumlichkeiten außer dem Elektrizitätsverteilerraum und den Wasserreserven sind strengstens verboten. Aktiviere den Verteilung im Keller. Okay. Wir sollten wirklich nur einmal in den Fahrstuhl reingehen und dann haben wir es. Da, 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 da. Da sind wir unten. Oder geht noch nicht unten? Das. Lol, die haben immer. Die haben doch die Karte gekriegt. Okay, das ist das Wasser. Sieht schon cool aus. Da ist es. Mal los. Mein Wasser. Tschüss. Das ist vom Innenhof. Okay, hier waren wir schon. Waren wir schon. Nun? Hier müsste der Strom sein. Das ist der Verteilungsraum. Hier scheint alles noch zu funktionieren.
Notiz des Wachdienstes. Da liegt etwas auf dem Tisch. An die heutigen diensthabenden Schwestern. Das Passwort für die dritte Tür. Also die Tür. Dritter Stock. Wurde zu 1956 geändert. Im dritten Stock sind Patienten mit sehr schweren Symptomen. Also geben Sie bitte besonders gut Acht, wenn Sie die Tür öffnen oder schließen. Lauschen. Nee, Karte. Okay, wir haben hier noch eine Tür. Und die müsste. Alter, die Kameraführung. Müsste zu sein. So, die Steuertafel hat mehrere nummerierte Schalter. Packen. Ein tiefer mechanischer Ton ist zu hören. Ist das der Aufzug? Was? Tafel raus, ist okay. Ja, jetzt ist es offen. Man schiebt Wache. Höchststoßobjektiv. Ich stecke die Aufnahme nimmt kurzzeitig zu. Es ist abgeschlossen. Dann kommen wir wieder raus. Aber ganz, ganz ehrlich, ich finde lineale Spiel. Abgeschlossen, aber wieso? Über den Hof der Verhassten. An der Stelle, wo sich der Geist befindet, liegt etwas. Der Hof der Unheiligen. Der Ort, an dem die Toten wohnen. Die Geist. Gesichter der Toten können sich verändern und danach erblühen.
Bei den ersten Anzeichen des Verblühens eines Toten muss das Gesicht geerntet und die Knospen entfernt werden. Nachdem muss ihnen eine falsche Gesicht aufgelegt werden, das ihr Gesicht gleicht und sie so lebenshaft wie möglich aussehen zu lassen. Die Maske ist so, wird zum Teil des Toten, die Maske wird zum Teil. Die Maske wird zum Toten. Der Tote wird zur Maske. Lässt die Lebenden nicht in den Hof der Unheiligen, sonst verlieren sie ihren Verstand und riskieren zu knospen. Nur die, die schuld sind und das Mondlicht in ihre Seele tragen, dürfen eintreten. Doch sei gewarnt, lass keine Seele in den Hof, wenn der Mond nicht voll ist. Abgeschlossen. Aber hier ist wieder offen. So, der Aufzug haben wir gemacht. Und wir müssen jetzt von Bord, glaube ich, in den Stock 3. Warte mal, können wir hier irgendwas eintauschen? Weiter mit ziehen. Ja, nee, wir machen noch einen. Mal gleich einen schlucken. Extras. Haben wir hier nichts. Dann Kostüme. Können wir uns nur anziehen. Schluck ich mal. Kurz, die Quartermäßchen. Nein. So. Und jetzt speichern. So. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Also ich bedanke mich, wünsche euch schon einen Tag und nicht vergessen. Support, Kamot, Däumchen hoch, kommt da runterlassen und morgen sehen wir uns hier an und wir müssen, glaube ich, zum Stock 3. Ja. Aber theoretisch können wir das irgendwie auch auf der Karte gucken, oder? Karte. Stock 1, Stock 2. Wir sind doch hier am Wesen. Ja, am Wesen. Stock 2. Hier waren die Zimmer. Unter der Treppe, Innenhof, Anstalt, Hyperklinik. Wir haben keine Karte. Ich dachte, wir haben eine Karte gekriegt. Okay, aber morgen gehen wir dann in den Fahrstuhl. In diesem Fahrstuhl. Also bis morgen. Tschüss.